Ja, guten Morgen, verehrte Gäste. Sehr schön, dass der Raum so voll geworden ist. Also wir sind heute hier auf dem Social Learning Summit, abgekürzt SLS. Es geht darum, dem Thema Medienkompetenz auf die Spur zu kommen, wie Medienkompetenz aktuell gedacht werden muss, denn Medienkompetenz hat sich verändert. Wir kommen aus einer Welt, wo es in erster Linie um die Mediennutzung ging. Und jetzt geht es darum, dass Mediennutzung auch zu einer Medienproduktion wird. In der Welt von Social Media ist jeder ein Medienproduzent und genau das wollen wir heute hier diskutieren. I think it's a fantastic venue for what we're talking about, because in a sense, when you go onto the internet, what you're doing is acquiring your own cabinet of curiosities. You're collecting things that you like, you follow links and pursue them and find things serendipitously. And that's one of the joys of the internet, that unlike old-fashioned forms of media where you have to do things in a linear fashion, on the internet you can just collect stuff up. So to be in a venue like this, talking about social media, which is the ultimate cabinet of curiosities, the curious people you know and the curious things that they talk about and say, I think is superb. Also in gewisser Weise ist heute das Netz ja wirklich eine digitale Wunderkammer, wo man staunen, forschen, sich vernetzen kann. Und in dieser digitalen Wunderkammer braucht man heute aber eine besondere Kompetenz, denn man ist ja auch Produzent dort. Und das will gelernt sein. Und da können alte Kulturtechniken und neue Medien sich aufs Effektivste und Produktivste miteinander verbinden. Ich bin bei Facebook, aber unter einem Pseudonym, also nach den Geschäftsbedingungen von Facebook illegal. Aber ich muss natürlich wissen, wovon ich rede. Ich verstoße nicht gegen das deutsche Datenschutzrecht, was ganz klar auch den Anspruch formuliert, dass man mit Pseudonym soziale Medien nutzen können muss. Und ich tue das, also ich nutze mein Recht. Doch, natürlich benutze ich soziale Netzwerke, allein schon deshalb, weil es für mich beruflich unbedingt notwendig ist, mich zu vernetzen. Aber ich nutze es in einer sehr, sehr vorsichtigen Weise. Und auch das habe ich heute gelernt. Ich glaube, ich bin an manchen Stellen vorsichtiger, als die meisten sind. Und vielleicht muss ich da über manche Dinge auch nochmal nachdenken.